ich das machen, ne? Ist halt. Ist halt jetzt so ein Game, was ich halt gern gewinne, ne? Weil es halt entscheidend ist, so. Wir schaffen das schon. I believe in Lulu. Mehr ist das nicht. So, ich muss Lautstärke in-game dann erhöhen. Wie gut, dass ich mir das gemerkt habe, ne? Ich bin Supporter, was ein Zufall. Oh, ich darf was bannen. Was bannen wir denn? Bann doch Till zu, Mann. Ja, wenn er noch offen ist. Ich meine, ist egal. Zed, Iria und Yasuo habe ich zur Auswahl. Ja, Zed ist ja nicht so schlimm, wenn man Ash nur hat. Aber Yasuo, der ja, ist ja, das stimmt schon, ne? Das stimmt echt. Ich habe das einfach, keine Ahnung. Nicht, mehr, aber schon nicht mehr von dieser Welt, ja. Der Champion ist einfach schon krass. Oder der Toplane, so diese Off-Time Trinity Force Frozen, du kannst den einfach nicht mehr töten. Mhm. Wenn du um seine Windwall herumläufst, hat er dir schon 6 Mal Auto-Tank gegeben, 50 Mal gekrittet. Das ist einfach töten. Oh, RIP. Jetzt pick mir Lulu. Pick mir Lulu. Weil sonst. Jetzt können die Lulu echt picken. Das war super bad. Machen die nicht. Ja, können sie aber. Wenn, dann gehe ich dodgen für dich. Wobei, ich habe jetzt eigentlich keinen Bock, Lulu mit Shin zu picken. Nee, mach auch nicht. Aber ich profitiere auch von meinem Tech-Speed, ne? Vergiss das nicht, ich krieg mehr AD. Ja, aber das ist für mich einfach nicht so worth it wie ein ADC, der damit halt richtig weggeht. Dann Alter, passt deine passive. Ja, das kann ich auch mit Janna Schild machen. Ja, aber ich hab halt mit Lulu ein bisschen mehr Peel. Ja, musst du wissen. Nee, Chala ist viel besser. Du bist Urmobil. Da ist Janna besser. Für den Disengage. Ich weiß nicht. Ich denke, ich gehe meine Fee hier. Kannst halt die Ash-Pulli machen, ne? Ja, wir können die so nicht traden. Doch, können wir. Nee, ist eine fucking Ash. Wenn ich dich von Morgana dann getroffen werde mit deinem Schild, dann ist der schon mal. Also, wenn du mir das Ding aber im vierten Auto-Tank gibst, dein Schild und so, mache ich richtig viel Schaden mit meinem Q-No, wenn ich da mein W treffe. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist nicht worth it. Also ich habe schon oft Lulu und Jin in Hyrule gesehen. Mal gucken. Ja, ich meine, gehen tut die Lane, aber ich finde einfach, ich finde Jin und Janna sind einfach viel zu stark. Soll ich mal 19 Armor-Pen spielen? Holy shit. Platsch der Jin ja richtig aus, nicht wahr? Habe ich keine AD. Hä? Wo sind meine AD? Nee. Hatte keine Armor-Pen-Runenseite mehr. Doch, ich hatte 15 AD, zwei Seiten. Mein Kollege hat die einfach weggemacht. Ich krieg einen Hans, Alter. Toll, Alter. Gut gemacht. Ich hab mir extra zwei Seiten gemacht, weißt du? Und mit der eine Seite. Es gibt 20 fucking Runenseiten. Spar einfach deine IP und kauf dir mehr Runenseiten. Dann habt ihr da kein Problem mehr. Ah, ich spiel, glaube ich, mit ein bisschen Leben. Leben, Magie, Resistenz, Rüstung, ja. Rüstung ist nicht schlecht gegen Ash 13 Rüstung. Okay. Ey, aber nach dem Game, selbst wenn ich Probe bin,
Ich brauche irgendwas anderes, weil das wird schon wieder langsam. Ich weiß, Lulu ist OP, aber es wird zu viel Lulu. Wir haben ein Video, wo man einfach sieht, wie OP sie ist. Wir wissen das auch. Es war so schon klar, dass der Buff auf dem Weg zu viel ist. Also meiner Meinung nach, das war einfach schon wieder. Ah, vergesst es nicht, die ADCs werden jetzt genervt, ne? In den nächsten Patches. Overbuffed. Hä, wieso? Hä? Die ADCs werden genervt. 90% der ADCs sind useless, was willst du da nerven? Ja, Ash wird genervt. Ja, Ash gehört ja auch genervt. Ash wird genervt, Jhin wird genervt. Ja, die gehören ja auch genervt, die sind ja richtig. Ja, und dann ist halt Lulu auch nicht mehr so, Bro. Hä, wieso? Die ADCs genervt werden. Ich hab halt nicht mehr so viel Ash gespielt, halt einfach. Ash ist ja nur es so ist OP. Doch, es ist doch egal. Ash ist ja nur so OP, nicht wegen ihren B, E oder Ulti. Sondern einfach wegen ihrem fucking Q-Damage. Der macht 400 Schaden noch in Stufe 1. So, wenn ja. Sie das jetzt halbieren, ist Ash nicht mehr so gut. Ja, ist doch gut. Wenn die Ash und Jhin nerven, dann ist es balanced, Mann. Dann hast du mehr Auswahl, aber deswegen kannst du sie ja trotzdem noch spielen. Im Moment ist sie ja einfach nur stärker als die anderen. Ist doch gut, wenn sie wieder mit den anderen mithält und nicht wieder vorne weg ist. Hast du mehr Auswahl? Wenn du spielen willst, kannst du sagen, yeah, Ash ist nicht mehr komplett broken, du kannst was anderes dagegen stellen. Nice. Na, Caitlyn wieder spielen. Oh, komm, spiel sogar mit Skin für dich schon wieder. Das, weißt du, was das Traurige ist? Bei dem Champion interessiert mich das überhaupt nicht. Weil. Dankeschön. Weil, du hast nicht so den fetten Unterschied beim Skin, weißt du, was ich meine? Das meine ich. Bei Ching zum Beispiel, der Firecracker ist einfach, ist optisch ein Unterschied. Weil die Spells sind überarbeitet, der Skin ist ein Unterschied zum Classic Skin. Der Skin ist vom Splashart her cool, also du siehst den Unterschied, aber in-game siehst du, wow, orangene Stofffetzen. Weißt du, was ich meine? Ist nicht böse gemeint, aber das ist so das Einzige, was der Skin quasi in-game hat. Statt einen weißen Stofffetzen, ein orange-brauner Stofffetzen. Wir könnten aber echt mal Caitlyn Lulu eigentlich nächstes Game ausprobieren, wegen dem Lulu-Buff jetzt. Aber deine Caitlyn zackt halt, das ist halt viel zu Batman. Caitlyn ist einfach unmotiviert in der Elo zu spielen. So wie Wayne. Er muss dann dir arbeiten. Ja, warum? In der Elo spiel ich auch ein okay Caitlyn. Also spielt sie jetzt für mich in Promo, wenn wir das gewinnen, spielt sie für mich in Promo gleich auch. Eine High Elo Caitlyn. Ich liebe Caitlyn, du musst eine gute Caitlyn für mich spielen. Oh, meine Nase. Oh. Allergie, please. Heute übrigens mal wieder Bugs Bunny Skin. Habe ich so getauft immer. Das ist der Bugs Bunny Lulu Skin. Außerdem sieht Pixie mit dem Skin am schönsten aus. Alles klar, Allergie. Ich sag dazu gar nichts mehr. Das geht gleich. Das geht gleich weiter. Guck, das ist jetzt einfach nur ein orangener Stoffschützen. Ja, okay, und den Hut hat er auch. Ja, siehst du den Hut? Und richtig geile Cowboy-Stiefel, Alter. So richtig geile Cowboy-Rüstung, so richtig Indiana Jones-Style hier. Ist doch geil. So meine Safari-Caitlyn wieder spielen. Ja, mit seiner Caitlyn, Alter. Du hast übrigens meine Safari-Caitlyn noch nicht einmal in Ranked. Okay, wir haben jetzt auch noch nicht so viele Ranked-Videos. Ich glaube, das ist das 8. Also wenn es eins wird, ist das erst das 8. Ne, 9. Also eigentlich voll wenig, dafür, dass wir schon so viel spielen. Letzte Zeit habe ich noch nicht so oft gespielt. Ja, wir haben ja viel gespielt, ohne Videos zu machen. Ich glaube, unser letztes Video ist, wo ich Gold 5 getroppt bin und mich so ein bisschen gefangen habe mit dir. Und dann haben wir jetzt erst wieder eins gemacht, wo wir Gold 3 waren. Jetzt Gold 2, jetzt wieder Gold 2, close zu Gold 1, so. Also es ist voll wenige Videos. Aber machen wir auch, weil wir abends zocken, ne? Ich halt einfach. Achso, warte, pass kurz auf. Dann spürst du den Minion. Oh, du hättest kurz warten müssen. Ich musste meine Audio-Settings einstellen. Ich hab's aber auch gesagt. Ja, ich wollte aber den Minion haben. Ah, oh, der kämpft ja mein Q, wenn ich die Vision verliere. Unlucky. Hast du Trinket, Alter? Damit ich ein bisschen poken kann. Dankeschön. Das war dumm, wir hätten früher Vision da gebraucht. Also, denke ich. Das sieht trotzdem sogar noch gut aus, weil Läufer Chimb ist. Oh mein Gott. Jetzt habe ich mein W.
Wäre ich jetzt auf meinem Main-Account, hätte ich jetzt reingeflasht in den vierten Autotick. Ja, lol, genau, wieso hast du das nicht getan? Ich nur, dass mein, ja, weil da mein Supporter mal mit Ignite spielen. Die flasht dann instant hinterher. Weißt du, wenn die los sind, ja, wenn, dann du, ja, wenn du, wenn du halt, wenn du halt willst, dass ich mit Ignite spiele, musst du das halt einfach sagen. Ja, ich bin es halt einfach nur gewohnt. Ich bin auch nicht auf dem Piss, Mann. So. Boah, die Ashe hat eine Farm, obwohl sie eine fucking Free Lane hat. Das ist so traurig. Hm, ja. Die sind halt viel zu sehr darauf bedacht, dich zu poken. Ah, nervt die Lane. Aber Bart hat jetzt auch keinen Pot mehr, also so oft, jetzt kann er sich's nicht mehr so oft erlauben. Oh, wie das ist gerade kalt hier. Komm, sage ich direkt, trifft dein Tier. Ja. So leicht geht das nicht, wa? Ich will mal überlegen, ob ich Kritchen spielen soll. Ich hab keine Mana von meinem Weg. Hm, das bringt nix. Da wäre mehr gegangen. Meine Meinung nach. Egal. Der Grace muss dann nachladen. Und okay. Die Ashe ist einfach mit null Items auf die Lane. Ah, die geht jetzt, glaube ich, wieder Base. Verbündeter wurde getötet. Was
Sorry, musste gerade mich ein bisschen muten. Ja. Läuft, würde ich sagen. Will ich pushen? So, sag das früher. Ich hatte keine Items? Wie meinst du das? Doraz hatte sie doch in Pots. Ey, jetzt schmeißt er, wo sie in die Base gegangen ist. Kamen sie nur mit dem Doraz zurück und hat sich nichts gekauft. Vielleicht hat ihr ein bisschen Gold gefehlt. Jetzt hat sie doch Items. Bild Champion. Alter, ich bekomme einfach. Wie oft hast du dein Weges Skill? 2. Komm einfach 12 AD dazu, das ist eigentlich. Ja, ich bin halt gerade überlegen, ob ich WE abwechselnd mache. Ich habe in meinem E auch 2 Punkte reingepackt, weil die Lane vorhin ein bisschen scheiße. Oh Gott, ich habe missskillt, okay. Jetzt bloß nicht fighten. Ich habe gerade gedacht, ich hätte die Ulti schon, Alter. Ich bin geboostet. Sie wird ganz, ganz vorsichtig sein wegen ihrer Ulti. Drei Viertel Level brauche ich noch. Mach langsam. Ja, ja. Beruhig dich doch mal. Wenn ja, das ist halt nicht. Bestimmt nicht vom Error treffen. Der Bart-Ult gibt's auch noch. Und es wäre ja mein Bad, wenn wir jetzt sterben. Hat er seine Bart-Ult gemisst? Nice. Der hat seine Party. Er hat es versucht. Ich meine, ich war so tot, oder? Dein dritter Schuss kam doch schon vorher durch, ne? Er hätte sich halt schützen können. Oh, lass mich leben. Schade. Ich hätte flashen können, aber ich hab den einen Powerschuss gefressen. Ich sag's mal so. Hätte ich eine Ulti, ne? Hus, hus. Feels bad, man. Ich hab gar nicht, um ehrlich zu sein, mir ist komplett entgangen, dass die einen Fiddlesticks haben. Ja auch. Deswegen stand ich ja da voll brand auf. Also generell geht das Game gerade an mir ein bisschen vorbei. Und auf die Stadt. Zeit mal ein bisschen für Vision zu sorgen hier unten. Weil wir werden halt die ganze Zeit reingedrückt, weswegen wir nicht so viel warten müssen. Was halt auch gut ist, weil Ashe ist gankanfällig und wenn sie halt einfach blind AFK einfach push, dann sind immer Free Ganks hier unten. Muss ich nicht verstehen. Fünfzig habe ich Exhaust.
Ei, ei, ei. Hey Jungs. Hallo Jungs und Boys und Girls. Was schwimmt euch? Unlucky. Hier raus und direkt Match spinnen. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Was willst du tun? Was? Was willst du tun? Ich habe noch verschiedene Items gekauft. Meine Augen sind gerade übelst schwer. Was anderes bei mir schwer, das sage ich jetzt aber nicht mal nicht. Haha, nein, Spaß. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Also so schlecht, man hat so eine Free Lane und kann nicht mal farmen. Amen. Der Phil macht Action. Ich geh mit da. Ein Gegner wurde getötet. Digga, freeze the lane, yo. Nö. Hast du Spaß? Ja, Mann. Ja, ich krieg halt schön meine CS, ne? Ja. Wenn die Ash gerade einfach vor free gestorben ist. Naja, vor free, ich musste Flash ulten. Also, ich war tot, aber dadurch habe ich Crest gesaved. Viel Schaden gefressen. Da ist Lane Holder, ne? Das frisst so viel Damage. Aber ich tue die Wave jetzt mal ein bisschen auflösen. Ich wollte eigentlich noch mein BF farmen, aber lohnt sich nicht. Ich bin tot. Oh, fucking Champion, Alter. Das ist halt so stupid. Wenn du einmal irgendwo keine Vision hast, bist du einfach tot gegen Fiddlesticks. Wir haben halt überhaupt gar keine Tower Pressure so. Die haben zwei Tower von uns, wir haben null. Und ich habe viel zu lange gestanden auch. Naja. Unlucky guys, unlucky. Jetzt fehlen wir noch die Mitte Turret um für umsonst. Ist halt der Preis, den du zahlst, wenn eine Lane freest. War ganz normal.
Lohnt. Seid immer ein Mann weniger, ne? Ja, ja. Ja, gut, aber das Problem ist halt, dass... Aber auf so Gin ist das 12. Ja, ich hab schon BF jetzt. Ja, vor allem ist es oder so jetzt egal, weil Quest ist so nicht mit der, also... Die haben halt viel zu viel CC. Richtig nice. Ja, guck dir, die steht fucking 5-0, das ist 4 Level über mir. Thunderlord hat mich einfach instant zum Platzen gebracht und der W-Damage. Oh shit, hätte ich das gewusst, ich so schade, hätte ich geheilt. Was? Ja, aber ich glaube doch, du überlebst das. Nee. Du musst ja überdenken, der W ist ja effektiver, je weniger Leben das Ziel hat und ich hatte ja nichts mehr. Er hat einfach tick, tick, boom gemacht. Also wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, tick, tick, boom. War W, W, Puff, W und Thunderlord, weg war Arsch. Deswegen spiele ich auch gerne, also wenn ich mit denen spiele, würde ich immer Morgana spielen. Wenn ich einfach so free elo ist die Alte, ist so cool. Ja, du brauchst nichts außer ein Jungler Deck Gang. Hat ja einfach mal schon GA, alles klar. Alles klar, Mate. Läuft bei dir, würde ich sagen. Ja, die sind zum Track rotiert. Das ist so viel Damage, Alter. Ich kann nichts machen für ihn. Unlucky, unlucky, unlucky. Ich hab nur noch Pink Ward. Krass. Good mate. Oh. Brauchen wir einfach Mercury Boots hier, um zu viel AP Damage, Mann. Ja. Ich habe jetzt schon zu weit angefangen, meine Coin auszubauen. Ich hätte eigentlich das Medaillon nehmen sollen und dann hätte ich eigentlich instant in Mikaels gehen sollen. Plus Solaris noch. Aber ich bin nur, also ich fühle mich gerade nicht wirklich so richtig im Tryhard-Feeling, das ist nicht gut. What? Okay, es wird laut. Mich stört das nicht.
Gegner hat einen Turm zerstört. Haben wir mal ja gedrückt, ne? Was ein Damage, die Morgana macht. Holy shit. Help me, please. Hat ein gutes Game und meint jetzt die Fresse aufzureißen. Solche Spieler mag ich am liebsten. Würde sie jetzt 0-18, würde sie sowas nicht schreiben. Schlecht gesetztes Blue Trinket, gut für mich. Oh wow. Naja, ich war tot, ich hatte keine Chance mehr. Er hat halt so richtig lange mit dem Q gewartet, das hat er gut gemacht. Ich hätte einfach straight durchdüsen müssen. Da werden wir komplett zerrippt. Ich meine, ein, zwei Misplays waren dabei. Ich hätte dich einmal retten können gegen Morgana in der Midlane. Ich wollte aber eigentlich den Pink Ward platzieren. Aber ansonsten denke ich, war da nicht viel drin. Der Morgana Q hätte mich nicht treffen dürfen. Aber das ist halt so ein Ding. Manchmal frisst du halt einfach ein Skillshot. Passiert halt. Das passiert den besten Spielern, dass die mal einen Skillshot fressen. Einfach gut im Peps. Noch ein paar Assists einfangen, so viele wie halt gehen. Ne, bisschen KDA. Try, guys, try.
Er hat zu früh geultet, oder ich hab zu früh geultet, eins von beiden. Wir hatten keine Communication, aber gut, wir sind auch Randoms. Holy! RIP. Ja, die Minions haben den scheiß Raben weitergeshared. Ich habe keine Ahnung, wie er. Er hat beides wahrscheinlich instant gecastet, Raben und dann saugen. Den Raben zu spät gemerkt. Fuchtet. Und du wolltest ja für den Kill gehen, ne? Für den. Ich wollte für den Assist auf dir gehen. Ja gut, kann auf jeden Fall keiner behaupten, wir laden keine Videos hoch, in dem wir auch mal gestompt wurden. Ich bleib trotzdem dabei, dass Lulu Free Elo ist aktuell. Das Problem ist einfach nur, so die Comp und sowas, das hat nicht gepasst in dem Game. Und Morgana wird halt big und Morgana, die big wird mit Space Shield da. Kannst du nichts machen. Sehr, sehr stark. Na gut, Leute, vielleicht ja irgendwann nächstes Mal ab in die Gold 1 Promo. Jetzt sind wir erstmal weit wieder davon weg.